Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Limited Edition Video. Ja, mein Köpfchen ist gefüllt. Limited Editions für den Monat Oktober. Genau, Oktober. Ja, und wir fangen jetzt ja einfach gar nicht hier an, lange zu schnacken, sondern wir fangen an schon mal mit dem Primer, dann kann der nämlich einziehen. Wie gesagt, Körbchen ist voll und ich habe hier von Elemis den Superfood Glow Priming Moisturizer Kombucha Glow. Also, ich mache immer jeden Monat hier meine Limited Editions und fülle dann den Rest immer von meinen, ja, was habe ich noch da, Klamotten auf. Und das ist auf jeden Fall ein Primer, der war mal in einer Box. Ich habe, ich bin ein bisschen am Glühen. So. Der ist eingefärbt und sieht so aus. Ja. Und der soll ja Glow geben, ne? Vielleicht habe ich jetzt zu viel genommen. Und der riecht aber sehr gut. Okay, Elemis ist jetzt auch keine günstige Marke. Guck, ich habe heute mal einen zusätzlichen Ring auf. Da hast du die Klamotten, da musst du es auch mal auftun, ne? Genau. So, also, wuhu, haha, was haben wir heute? Ein Glow im Gesicht und ich muss noch auf Arbeit später. Heute mal mit Make-up, da werden wir aber blöd gucken. Ja, ja. Eben hier, was locker machen, das sieht immer aus, als ob das fettig ist. Ne, ich bin da mit Wasser durchgegangen. Ja, also ich muss sagen, der gibt dir einen wunderschönen Glow, ne? Da hast du, siehst du schon mal gesund im Gesicht aus. Aber bei solchen Primern ist immer die Sache, da musst du immer die Hände damit sauber machen. Ich stelle es natürlich hier auf Herrn Müller. Aber ich habe ja hier meine feuchten Pads. Pots, nein. Feuchten Tücher. So, heute wieder so eine kleine Premiere mit so einem SpongeBob, den ich geschickt bekommen habe. Ich probiere den einfach mal aus. Mal gucken, ob die überhaupt taugen, weiß ich nicht. So, ja, kommen wir doch mal zu Foundation, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe und die noch neu ist. Die ist nämlich noch zu. Ja. Passiert auch mal hier. Und das ist von Maybelline, die Fit Me Mascara. Ja. Die Fit Me Foundation Matte and Poreless Normal to Oily with Clay. Mit, in 102 Fair Ivory. Ja, für normale Haut. Oder? Mattierendes Make-up für normale bis fettige Haut. Man sollte nicht spucken. Mattiert und kaschiert Poren, passt sich dem Hautton an. Natürliches, ebenmäßiges Ergebnis. Ja, dann wollen wir das doch mal ausprobieren. Machen wir mal hier den Nüpsi ab. Und dann finde ich natürlich nicht schlecht, ne, dass so ein Nüpsi da dran ist. Wegen der Haltbarkeit und so. So, ich nehme einen Foundation Pinsel von Luvia. Oder Luvia? Naja. Ich gebe mir jetzt hier mal was auf die Wange. Also der Primer ist eingezogen. Oh. Hat gemacht. Bub gemacht. Ich nehme immer die hellste Farbe. Immer. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht, ne? Weil auch die Farben so, ja. Hallo? Untertöne haben, die ab und an mal gelb sind, ab und an mal rosa sind. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Unterton habe. Ich weiß es nicht. Ich nehme irgendwie immer das, was wo ich denke, oder passt. Also in der Kamera sieht das jetzt sehr blass aus. Ui. Ja, ui. Aber so lässt sich gut auftragen. Ne? Lässt sich gut auftragen. Lässt sich gut verblenden hier. Schauen wir mal gleich, wie das hier mit dem SpongeBob wird. Ich bin ja da noch sehr am Zweifeln. Also, die Foundation verträgt sich super mit dem Primer. Da bin ich immer glücklich drüber, ey. Weil oft ist das nicht, ne? Dann hast du irgendwie so komische Würstchen im Gesicht oder sie setzt sich ab. Das ist ganz ekelhaft. So. Aber die ist schön, ne? Ja. Also bei mir im Spiegel ist es jetzt nicht so weiß wie bei euch in der Kamera. Aber gut. Ich denke, wir haben noch genug, um hier ein bisschen Farbe reinzubringen. Aber so finde ich die echt, echt super. Und ich hole euch jetzt mal näher ran, ne? Oh, nein.
Ich lerne es nicht mehr. Also eine schöne, 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 schöne und schöne Foundation. Ja. So, wir werden die jetzt ein bisschen einarbeiten. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt Trommelwirbel. Denn ich habe hier, ich glaube, das war nix oder so. Ich weiß es nicht. Diese Einblenddinger. Ich habe da noch eins von und ich traue diesen Dinger nicht über den Weg. Ich weiß es nicht. Ich habe hier mein Setting Spray. Hello Good Stuff 3-in-1 Face Mist. Ja. Von Essence. Am besten so, genau. So. Oh. Hallo? So. Oh, das tut sehr gut. Das riecht auch sehr gut. Und jetzt? Ich weiß nicht. Ich bin sonst jemand hier, der nimmt gerne die Spongebobs und die kannst du ja auch vorher oder sollst du dann vorher halt auch nass machen. Also ich mache die wirklich unter fließend Wasser immer sehr nass, fring die aus und arbeite dann hier meine Foundation ein. Aber das Ding geht auch. Aber ist gewöhnungsbedürftig, ne? Ziemlich seltsam. Aber funktioniert. Also es ist jetzt nicht, wo ich schreiend davonlaufe und denke, die nimmt hier meine ganze Foundation mit ab. Nein, das passt. Funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, und du hast es noch nicht mal dreckig. Klar, musst du jetzt einmal dann abwischen danach, ne? Aber ich hätte gedacht, du schmeißt es eh weg. Nö. Probier doch erstmal aus, bevor du was wegschmeißt, liebe Leute. Genau. Machen wir erstmal ein Spiel hier sauber machen, Ferkel. Ja, ist gut. Und ich mag dieses Setting Spray. Ah, das riecht richtig nach Wassermelone. Und das riecht auch mal nach Wassermelone. Ich finde das immer geil. Kennt ihr auch hier Aceton, Nagellackentferner, wo immer drauf steht, riecht nach Wassermelone oder Aloe Vera. Nee, eher nicht, ne? So. Ja, sieht doch ganz gut aus, die Base, ne? Wollen wir mal weitermachen. So, und jetzt kommen wir schon mal zu einer Limited Edition und zwar von Catrice. Von dem lieben Maxim Giacomo habe ich mir die Baked Face Palette gekauft. Die Lidschattenpalette war nicht so meins. Nein, mag von der Qualität her super gewesen sein, aber nö. Das war mir irgendwie zu langweilig. Die hat Wumms. Und ja, jetzt, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich nehme mal hier so einen kleinen Pinsel. Wir haben nämlich hier einen Bronzer drin. Das ist Amore. Und Amore geben wir uns jetzt mal hier auf. Aber ganz vorsichtig, ne? Das ist auch so ein Glitzer. Tralala. Kann man jetzt natürlich auch einen großen Pinsel für nehmen. Aber ich glaube, mit dem Klein kann ich das besser steuern. Und wir haben jetzt zwei Highlighter drin. Das wird mir schwer fallen. Aber der ist schön, ne? Aber der muss da echt. Da reicht nur einmal reindippen. Wirklich einmal reindippen. Weil dieser Bronzer schon einen sehr rötlichen Stich hat. Also da. Musste sehr vorsichtig mit umgehen. Aber die hat mich echt angelacht. Da habe ich gedacht, ja, die nimmst du dir mit. Das war auch, glaube ich, das Einzige, was ich da aus der LE mitgenommen habe. Weil bei Lipglosses und so, ach, da habe ich genug, ne? Da brauche ich nicht noch was mitnehmen. Ha? Kann sich sehen lassen. Können wir gebrauchen. Dann machen wir nämlich gleich weiter mit dem Blush und den gleichen Pinsel. Ich habe hier nämlich noch. Oh, hier ist irgendwas zerbröselt drin. Okay. Wir machen gleich mit dem Blush weiter und der heißt Beach Vibes. Da werde ich jetzt auch etwas vorsichtig mit umgehen, weil der auch einen guten Glanz drin hat. Schimmer die Wand an. Das ist so eine peachy Farbe, ne? Eigentlich ein Blush-Lighter, würde ich eher sagen, aber ach komm. Was soll der falsche Geiz? Hau drauf da, Annemarie!
Man sieht hier mal komische Gesichter beim Schminken. Macht die das auch? Darf ja auch keiner sehen, ne? Eigentlich denkst du auch, wenn dich öffentlich einer sieht, aber wir sind ja hier unter uns, wir zwei. Nö? Ne? Aber ich finde den schön. Ich finde den schon schön. Ja. Hat zwar Glow ohne Ende, aber... Oh, ist ja eigentlich gar kein Highlighter mehr, aber... Wir haben ja hier zwei Highlighter drin, die ich allerdings nicht benutzen werde, weil ich habe nämlich noch einen aus der anderen, oder? Ach, wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht einen hier, einen da, einen tralala. Auf jeden Fall die beiden Sachen aufgetragen und ich finde jetzt, es ist nicht zu viel, ne? Es ist schön. Schön. Also Maxim, das ist schon mal schön, die Faced Baked Palette. So, wir machen mal eben schnell hier die Augenbrauen, aber die mache ich mal eben alleine. Da braucht ihr nicht bei sein. Da habe ich hier von Essence den Eyebrow Styler. Den habe ich im Adventskalender, ich glaube, vorher ja gehabt. Hat zwei Farben drin. Ich nehme ja immer die hellste. Und ja, dann bin ich einfach gleich wieder da. Und dann habe ich meine Augenbrauen schon fertig, ne? Also bis gleich. Zack, zack, Augenbrauen fertig. Also mit der Palette geht das ratzifatzi. Ich habe jetzt nur diese Farbe hier genommen. Ja, ganz, ganz schnell und ein bisschen ausgeblendet fertig. Aus die Maus. So, ich habe natürlich noch so ein kleines Setting-Puder hier von Essence, das All About Matte Fixing Powder. Gefühlt hat man dann irgendwie überall drin. So, das möchte ich ein bisschen unter die Augen geben. Ich werde den Pinsel auch nehmen. Warum so viele Pinsel dreckig machen, ne? So. Ist ja, tut nicht Not, ne? Das tut nicht Not. Dann nimmst du rein, machst den sauber und fertig, ne? So ein bisschen ein Weichzeichner unterm Auge. Schaden kann es nicht. Ja. Aber mehr mache ich dann auch nicht, weil mir das Gesicht sonst wieder zu trocken wird. Ne? Und das möchte ich ja eher nicht. So. Genau. Puder ab durch die Mitte. Oh, jetzt habe ich meinen Pinsel nicht genommen. Ich glaube, für einen Highlighter ist der zu dick. Ich hatte nämlich den geschenkt bekommen. Von dem lieben Maxim im Tauschpaket. Oder mit nachher Highlighter. Wir probieren es einfach mal. Ich lege den hin. Ich habe nämlich auch noch einen gehabt von... Steht kein Name drauf. Ich habe keine Ahnung. Sieht mal aus wie Essence. Irgendwo in der LE. Deswegen habe ich den mitgenommen. Naja, egal. Wir kommen zur Lidschattenpalette und das ist die Rival de Loop with Pleasure Eyeshadow Palette. Von außen ist sie wunderschön und von innen genauso. Da ist hier nicht mal was ganz anderes. Da, 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 da. So sieht sie aus und wir haben sogar drin, haltet euch fest, Duochromes matte Pigment, ach matte, ja, matte Farben mit Perlmutt-Effekt, schimmernde Eyeshadow-Texturen und eine Eyeshadow-Base. Die haben wir nämlich hier. Komm. Sollen wir uns die mal aufgeben? Ich muss ja später noch arbeiten, aber wir probieren es einfach mal mit dem Pinsel hier. Und, ja. Ich benutze eigentlich ja nie Bases, aber... Warum nicht? Muss ja nicht viel sein. Machst mal nur Mühe, ne? Ich werde mir das Auge jetzt auch gleich setzen mit der Farbe, die noch da drin ist. Ja gut, ich sag mal so. Wenn die Palette jetzt ganz normale Fändchen gehabt hätte, ich glaube, dann hätte ich sie mir nicht gekauft. Aber das hat mich natürlich gekriegt, ne? Ja. Und ich werde jetzt diese Farbe hier nehmen zum Setten noch. Ja, ist so. Sorry, I'm sorry. Ja, da hat mich die Palette bekommen, weil ich sowas noch nicht habe. Und ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Ja, das passiert. Da denkst du auch, ach komm, für die paar Euros, ne? Und ich habe schon echt schöne Paletten gehabt von, was war das, Rival de Loop. Die funktionieren. Wir schauen mal. Das war jetzt so zaubern. Ich habe jetzt diese Base drauf. Ich hoffe, es verrutscht mir nicht, weil ich später ja noch ins Lager muss zum Arbeiten. Ja. Wir machen mal den Pinsel sauber. So. Und ich klebe mal ab.
Und dann schauen wir mal, was wir aus der Palette so rausholen können, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall den Pinsel weiternehmen. Der gefällt mir ganz gut. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich möchte diese rosafarbene nehmen. Mal nicht so braun, sondern einfach mal hier so etwas rosa. Und dann in die Lidfalte. Naja, rosa ist das eher nicht. Ne, das ist schon so... Boah, ich weiß nicht. Rot? Ist aber sehr gut pigmentiert. Wow! Alter Vater. Wow. Wow! Lässt sich natürlich super mit dem Pinsel aufnehmen. Wow. Ja, aber krabbums, die Farbe. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Kabums, krabäms. Lässt sich auch wirklich gut aufbauen mit dem Pinsel. Das ist jetzt so ein etwas festerer Pinsel, ja? Guck mal. Ist schon eine schicke Farbe. Kannst du nicht sagen. So. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen die Farbe hier. Für hinten. Zum Verdunkeln. Ich habe bis jetzt hier kein Fallout des Todes. Das finde ich gut. Ich brauche doch nur ein bisschen reingehen. Wirklich nur ein bisschen. Ich habe die Farbe hier im Auge. Ich bin begeistert. Also im Moment denke ich, ich habe eine High-End-Palette in der Hand. Das ist doch gut, oder? Ja, also ich finde es gut. Ich habe ja hier bei mir wirklich die perfekte Mischung für mich. Ne? Ich habe hier High-End, ich habe aber auch viel Drogerie, weil ich finde, diese High-End-Paletten ist so, das kaufe ich mir nicht alle Nase lang, ne? Weil ich auch nicht kann. Aber da sollte man auch ein bisschen drauf sparen, wenn man dann etwas Teures hat und dann sagen, oh, jetzt gönne ich mir die mal. Und so diese günstigen, da kann man echt mal zwischendurch auch zuschlagen, ne? Macht man oft nichts verkehrt. Ich habe zwar auch schon welche aussortiert, aber ja gut, das funzt da einfach nicht. Ne? Oder ich habe dann halt die Farben schon 3 Millionen Mal. So. Ja, die fixt mich natürlich an, die Farbe hier, aber ich weiß nicht, ob die hält. Ne? Na, schwierig. Schwierig. Das ist eher so ein Topper und ich glaube, bei mir auf der Arbeit wird das eher nicht werden. Das wird schwierig. Aber ich möchte jetzt doch in die hellere Abteilung gehen. Und ich werde jetzt diese Farbe hier nehmen. Und gehe mit Finger da rein. Sieht so aus. Leichter Stich ins Lila. Ach, guck. Die ist aber schön. Wow. Oh, die gefällt mir. Wow. Schöne Finger abputzen. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Ja, und ich bin da hast du ein bisschen Limited Edition Opfer geworden. Ne? Ich kaufe mir nicht alles aus den Limited Edition, weil ich denke mir, ach komm. Meistens bin ich dann doch immer diejenige, die bei Lidschattenpaletten ja reinhaut. Und bei Highlighter, die kriegen mich meistens auch. Ja, zeige ich euch nämlich gleich hier noch ein. Das ist so meins. Und Pinsel. Pinsel auch, ja. Wollte ich diesmal daran vorbeigegangen. Mama hat ja auch keine Pinsel. Nee, klar. Eigentlich hat man ja von allen genug, sind wir mal ganz ehrlich. Aber, wenn man so Modellsammler ist oder irgendwie sowas mit irgendwas, dann hörst du ja auch nicht auf, ne? Wenn es einfach so das Hobby ist und man das gerne macht und einfach liebt und ja, dann ist das natürlich ein Schatz. Und das ist, sind für mich alles Schätze hier und ich liebe alle meine Schätze. Klar, misste ich auch gerne mal aus,
was auch sein muss. Aber so ist es mein Hobby geworden, was ich nie gedacht hätte. Und ja, was auch so nicht auf Anhieb geklappt hat, aber ich mich reingefuchst habe und mir viel abgeguckt habe auch. Und es mich einfach antatscht. Es turnt mich an. So, ich finde den schön. Werden sich nachher freuen auf der Arbeit. So, wir lassen jetzt den Topper weg, ne? Weil ich glaube, der rieselt, leise rieselt der Schnee dann. Den lassen wir jetzt erstmal weg. So, wir machen jetzt unten weiter. Aber da möchte ich jetzt nicht rot nehmen, weil da sieht man oft aus wie ein Junkie. Ja. Wir haben aber so schöne Brauntöne hier auch noch. Und lassen wir uns doch mal hier den hier nehmen, an der Ecke. Aber ich glaube, der wird jetzt zu groß. Den packen wir mal weg. Und dann nehmen wir mal den. Oder was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Ein Augenbrauenpinsel quasi von Lacura. Müsste ich das immer gut auftragen mit. Man muss nicht immer... Ja, ich bin da ja auch so ein kleiner Monk. Man muss nicht immer die Farbe nehmen von oben nach unten. Ne? Man kann ja da mal auch eine andere Farbe nehmen. Aber wie gesagt, ich bin da immer gerne ein Monk, der auch die Farben gerne von oben nimmt. Aber mal... Wir nehmen es jetzt einfach mal, das ist so ein Senfbraun-Gelb. Tralala. Verblenden wir aber, ne? Wir verblenden das, jawohl. Nehme ich den Pinsel von gerade, guck nach oben. Boah, es ist im Moment super warm, ne? Wahnsinn, alles. Sag kein Wunder, dass du krank wärst. So, also, leise rieselt der Schnee, ist wirklich so. Aber ich muss sagen, eine wunderschöne Palette, die ist super pigmentiert. Also die Farben, die ich genommen habe, funzen auf dem Auge wie verrückt. Toll! Wenn ihr euch die gekauft habt, seid froh. Yay! Da bin ich mal froh, wenn solche Limited Editions auch funktionieren, ne? Und sagen, mein, das Geld nicht aus dem Fenster geschmissen hat. So, wir haben nämlich jetzt Highlighter und habe ich hier noch von Rival de Luke, passend zu der Lidschattenpalette, den With Pleasure Highlighter. Den setzen wir uns jetzt mal in den Inner Corner, ne? Und den anderen nehmen wir nämlich schön nachher noch für ins Gesicht. Dann nehme ich ja immer gerne diese kleinen hier. Ja, der ist schon geil, ne? Der hat so einen lila Stich da drin. Den, ja, also der hat mich sofort angefixt. Als ich den gesehen habe, da habe ich gedacht, du kommst mit und ja, darfst bei mir wohnen in meiner Sammlung. Und der hat Power. Wow, hat der Power. Guckt euch das an. Der hat Power. Die Sonne geht weg. Er strahlt sich hier so rein, da denke ich mir, du brauchst kein Pullover anziehen hier. Und jetzt ist er weg. Dann wird sofort düster und grau. Wow. Boah, ist der mega. Oh, wow. Aber den geben wir uns jetzt nicht im Gesicht auf, weil ich möchte gerne den von Maximus der Palette noch nehmen. Der ist klasse, ne? Wow. Toll. Tolle LE. Bin ich froh, dass ich die mitgenommen habe. So. Komm mal her, Schätzelein. Ja, die sind beide wunderschön. Aber ich möchte den hier oben nehmen. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Pinsel. Ach komm, ist doch egal. Ne? Hallo! Musst du vorsichtig sein. Ui, der hat aber Gold. Mal die andere Seite nehmen und hier ein bisschen verblenden. Ja, Krabumme. Der Krabum, meine Herren. Wow. Wow. Ist toll. Kommen wir noch ein bisschen mehr auf die Nase. Oh, der Pinsel, ne? Oh, der ist so butterweich. Streichel mich. So, ein bisschen aufs Lippenherz.
war der eine andere? Eine andere war auch in dieser Farbe. Gold, boah, das ist schon. Muss man ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, ne? Sonst hat man hier einen Balken und da wollen wir ja nicht. Wow. Da ist der natürlich, den ich am Auge habe, jetzt heller, ne? Den ich eigentlich so lieber mag in die Richtung. Aber ich würde sagen, eine richtig tolle Palette. Die wird auch immer bei mir bleiben. Und ich finde das so toll mit dem Fingerabdruck hier. So. Ja. Jetzt sind wir schon fast fertig, ey. Das geht hier ja ruckzuck heute. Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar die Essence Mascara. Von wegen hier Lash Like a Boss. Instant Volume and Length Mascara. Das ist die. Die war auch auf, ist glaube ich auch eine Limited Edition gewesen, ne? Die hat ein krummes Kunsthaarbürstchen, riecht sehr angenehm und ja, so bananenförmig, ne? Buschig. Ich bin gespannt, wie sie ist. Bei Essence Mascara bin ich auch eigentlich mal begeistert. Und dann bin ich gleich wieder da. Dann kommen wir zum Lippi. Also, bis gleich. Ja, was soll ich dazu sagen? Da hat Essence mal wieder eine wunderbare Mascara auf den Markt gebracht. Toll, toll, toll. Ich freue mich, dass ich mir die mitgenommen habe. Wunderschön. Macht echt tolle Wimpern. Super geil. Super, super geil. So. Und dann kommen wir zum Lippi. Da haben wir diese LE von Disney. Ne? Da hatten wir ja halt von Catrice und von Essence. Und da habe ich Cruella. Genau. Ja. Die hat eine wunderschöne Farbe und so eine wunderschöne Prägung auch auf dem Lippi. Ne? Also das feiere ich ja hier. Das ist toll. Eigentlich viel zu schade, um zu gebrauchen. Aber ich glaube, der passt echt gut zum Look. Und der riecht gut. Also er ist jetzt von Catrice, ne? Nicht von Essence. Ja, passt wunderbar. Ha! Freue mich immer, wenn was zusammenpasst. Und freue mich immer, wenn das so schön funktioniert. Total buttrig, also Leute, was sagt ihr? Ich würde sagen, wir haben eine gelungene LE im Oktober hier. Hallo, hallo. Also die Lidschattenpalette ist mega geil. Die Facepalette. Ich bin mit allem sowas von zufrieden. Und ja, wir haben einen wunderschönen Glow im Gesicht. Das gibt 7 Jahre Bash. Ich stelle den mal eben hier hin, damit ich mir hier nicht alles runterrüppe mit meinem Stuhl. Und dann komme ich natürlich etwas näher. Und das ist der Limited Edition Look für den Monat Oktober. Ich hoffe, er gefällt. Und wenn ihr die Palette gekauft habt, wenn ihr die Face-Palette gekauft habt, habt ihr alles richtig gemacht. Von Maxim. Die Lidschattenpalette war einfach nicht so meins. Da habe ich dann drauf verzichtet. Also echt super Teil. Die Lidschattenpalette ist ein Traum von Rival de Loup. Ich will mich immer nicht vertun. Und der Highlighter genauso. Und der Pinsel. Und also es passt und es fügt sich alles wunderbar zusammen heute. Meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund. Dicken Knutscher an euch. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Morgen um 10 oder ab und an auch mal nachmittags. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.